gehen gern, wir sind auch gegangen. Und wenn wir hier heute sein, dann hast du gut gemacht. Ja. Kindheit findet auch in der Schule statt, findet zu Hause statt, findet in der Freizeit statt. Und warum soll es nicht möglich sein, Kindern auch in der Schule einen Garten zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich leben und in dem sie leben können? Es gibt in Kainau und in der Umgebung sehr viele seltene Orchideenarten. Eine davon ist der Fliegenrackwurz. Und wenn ich mit meinen Großen unterwegs bin und ich merke, dass die abdriften aus dem, was sie eigentlich an Schönem erleben können, sage ich dann, kommt mal her, ich möchte euch mal was zeigen. Schaut euch mal diese Orchideenart an. Das ist eine ganz interessante Pflanze. Da sieht die Blüte aus wie das Weibchen von einer Fliegenart, die hier bei uns in der Gegend vorkommt. Und die Natur hat das so eingerichtet, dass bei dieser Fliegenart die Männchen zuerst schlüpfen. Das heißt, wenn die geschlüpft sind, gibt es noch keine Weibchen und die sind aber auf der Suche. Und später, wenn sie an unsere Einrichtung zurückkommen, Hanauer, die Geschichte, die sie uns damals erzählt haben, wie die Fliege versucht hat, die Blume, dann kommen die Ausdrücke, die die Kinder dann immer verwenden, die vergessen wir in unserem ganzen Leben nicht mehr. Ich kann über das Schulkonzept im Detail nicht berichten, dazu wäre die Zeit heute nicht. Eine Vogelschule im vogelischen Sinne ist durchaus eine Perspektive für den Kindergarten danach. Es ist das Wesen eines jeden Intellekts, ein Wunder in etwas zu verwandeln, das man begreifen kann. Wer staunt, will auch wissen und darum auch lernen. Vielleicht brauchen wir für unsere Kinder weniger Denkmäler, sondern mehr Staunmäler. Wenn Sie über Kinder staunen wollen, dann setzen Sie ihnen die fröhlichen Spielgaben einmal vor. Es ist beeindruckend. Die meisten Kinder können damit sofort etwas anfangen, bedürfen kaum einer didaktischen Anleitung. Erziehung ist nicht allein und zuerst die Aktivität des Erwachsenen, sondern die des Kindes. Fröbel spricht von vorschreibender und nachgehender Erziehung. Für Bollnow ist das der Unterschied zwischen machen und wachsen lassen. Im 5. Hauptstück von Menschliches, Allzumenschliches schreibt Friedrich Nietzsche: Das Individuum wird von seinen Erziehern behandelt, als ob es zwar etwas Neues sei, aber eine Wiederholung werden solle. Erscheint der Mensch zunächst als etwas Unbekanntes, nie Dagewesenes, so soll er doch zu etwas Bekanntem, Dagewesenem gemacht werden. Man vergleiche dies mit folgenden fröbelschen Worten aus der Menschenerziehung. Wollen wir denn nie aufhören, unsere Kinder, Knaben und Schüler gleich Münzen zu prägen? Das, was ich dort gesehen habe, es war ja gerade die Projektwoche, Herr Garte. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie man mit Kindern und Jugendlichen dort umgeht, wie die Atmosphäre ist. Ich fand erst keine Worte so richtig. Als ich wiederkam, habe ich zu meiner Frau gesagt, was ich heute dort erfahren habe, habe ich so noch irgendwo gespürt. Es
war ein unglaublich respektvoller Umgang miteinander. Das habe ich mitgenommen, der Kinder und Jugendlichen dort. Respektvoll mit der Umgebung, mit der Umwelt. Respektvoll aber auch gegenüber allen anderen Personen. Wir wurden von allen gegrüßt und aufs Herzlichste und sehr angenehm mit warmen Worten dort begleitet. Also da war ich schon recht, sprachlos kann ich schon sagen. Hier sind, das ist einfach dieser Bildungsplan, ist für uns bildend, also das ist auch für uns verbindlich. Und wir haben natürlich gerade, wo der damals aufkam, überlegt, man, wie passt jetzt Fröbel hier rein? Viele haben sich gefunden dann neu, haben neue Konzepte entwickelt. Das Kind kann Begriffe, Vorstellungen nur verinnerlichen durch die eigene Tat, also die Selbsttätigkeit, durch Darstellungs- und Handlungsmöglichkeiten, durch fremde Tat, Vergleich, Erprobung, Auseinandersetzung im Sozialkontakt und der, an der Tat der Natur, also Erprobung naturwissenschaftlicher Experimente und auch Vergleiche mit Naturgesetzen. Und jetzt möchten wir Sie einladen, mit uns gemeinsam so einen Natur- und Erlebnistag zu erleben. Wir sind zurzeit, wir zwei Pädagogen führen die durch mit vielen Kollegen und auch versuchen, je nachdem personell, wie es ist. Und vielleicht sagst du erstmal was zum Grundstück. Ja, also unsere Naturerlebnistage haben wir initiiert eigentlich schon 2012 und dann im Jahr 2013 fortgesetzt. Und wir haben angefangen mit 15 Kindern. Ja, zu Hause, das nicht eben so hat, ja, dass die Eltern nicht unbedingt jetzt mit Gartenarbeit was zu tun haben. Und es ist umso schöner, ja, wenn die Kinder sich einfach da auch mal erproben können. Neulich liefen dann die Schulanfänger, die ja meist sowieso sehr viel Kraft haben, von ganz oben. Hallo. Und da dachte ich erstmal, wieso sind die jetzt da oben? Wir haben ja die Grenze etwas weiter unten. Ja. Und dann sage ich, Jungs, stimmt das jetzt? Wieso seid ihr da oben? Das Tuch hängt doch weiter unten. Nee. Da haben wir natürlich dieses Tuch abgemacht, haben das hochgehauen und haben gesagt, jetzt hängt es da oben, jetzt können wir von dort oben rum. Also auch einfach genial auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir gesagt, Leute, wir haben hier eine Regel, ja, und müssen wir schon uns dran halten. Dann haben wir uns geeinigt, dass wir ein Stück höher gehen für die Schulanfänger, aber auch da wieder dranbleiben, weil die Freundschaften übergreifend sind, weil die miteinander ins Gespräch kommen. Und es ist für uns als Kindergarten, die offene Arbeit, ein unwahrscheinlich toller Prozess. Anke Heuer und der Top-Schule und vom Fröbel-Kindergarten Weimar.